Powered by Unreal Engine 4. Gun Media. VHS Vibes Entertainment. Ilphonic. Und damit hier mal ein herzliches Willkommen zu Friday the 13th, The Game. Und ich habe hier etwas vorbereitet. Und drücke mal auf Spiel starten, verbinden. Ich habe gerade schon diese Aufnahme gemacht, aber ich wiederhole sie. Weil ich habe die Kamera in der oberen rechten Ecke gehabt und ich habe sie jetzt nach links verschoben und auch die Farbe angepasst, weil da war viel zu viel Helligkeit drin. Und ja, dann gehe ich mal jetzt auf Offline spielen. Und auf virtuelle Hütte. Oh, schöne Frau im Wasser. Und das sind wir auch schon. Es hat schnell geladen. Verdammt schnell. Virtual Cabin. Und damit nochmal ein herzliches Willkommen. Jetzt sind wir in einem virtuellen Museum. Und ich werde jetzt bewusst nicht zocken. Also, was heißt nicht zocken? Ich werde jetzt bewusst nicht das Spiel direkt spielen, sondern erstmal die virtuelle Hütte erkunden und ein bisschen darüber reden. Weil da gibt es einiges, was ich jetzt hier für mich auch selber noch herausgefunden habe und worüber ich auch schon lange drüber reden möchte und das jetzt auch geht, weil es da einige Sachen mit der Zensur zu tun haben, die es unmöglich gemacht haben, darüber zu reden. Meines Erachtens. Und jetzt sind wir hier in dieser schönen Hütte. Wir kommen hier jetzt übrigens nicht mehr raus. Wir sind hier gefangen. Und hier gibt es zum Beispiel einen Computer. Hier haben wir einen Kalender, irgendwie im August. Da ist auch was beim Freitag der 13. geschrieben. Twisted. Sisters. Revealed. Irgendwas. Auf jeden Fall gibt es hier einen Computer. Und da kann man gucken nach Updates, virtuelle Hütte zurücksetzen, Änderungsdatum und Jugendleiter-Datenbank. Jetzt kann man hier sich die ganzen Jugendleiter angucken. Nicholas Parks. Schatz O'Bannigan. Watch out for this other counselor Justin. He has a day with the ladies. 1987. Passwort eingeben. Jetzt können wir hier irgendein Passwort eingeben. Keine Ahnung was. Man kann sich hier auch die ganzen anderen angucken. Ich glaube, das sind alles Kickstarter-Supporter. Kann gut sein. Änderungsdatum. 1. August 86. Da war ich gerade mal auf der Welt. Und ja. Jetzt möchte ich mal ein bisschen näher die Hütte erkunden. Ich habe schon einiges gesehen. Man kann ja auch nach draußen gucken. Interessant. Und hier gibt es einiges, was man lesen kann. Hier ist zum Beispiel so ein Kickstarter-Supporter. Will ich jetzt aber nicht vorlesen. Da ist eine Zeitung. Guck mal, was in der Zeitung steht. Crystal Lake Massacre. Fängt ja schon mal gut an. Die Rolle des jungen Jason wurde von Ari Lehman gespielt. Ursprünglich wollte Regisseur Sean Cunningham seinen Sohn Noel besetzen, doch Noels Mutter war dagegen, dass ihr Sohn im Herbst so viele Stunden in einem frostigen See in New Jersey verbringt. Several camp counselors killed by local woman in brutal mass murder. Second day of blaze, arson suspected. Brandstiftung. Jetzt hat man hier das Crystal Lake Massacre. Dann ist da jetzt so ein Bild von dem jungen Jason, der ein sehr deformiertes Gesicht hat. Und ich sag auch gleich warum. Und jetzt hat man hier eben 7 Camp Counselors, also 7 Jugendleiter von dem Camp. Die wurden von einer Frau getötet in einem brutalen Massenmord. Und da ist eben die Mutter von Jason, die Pamela Voorhees. Und wenn ich die mir mal so ansehe, so psychologisch, dann werde ich für mich so persönlich denken, dass die so eine Wahnerkrankung gehabt hat, beziehungsweise ja, irgendwie was vielleicht Schizophrenes an sich hatte, aber mehr so eine Wahnerkrankung, weil die hat ja dann auch so in der Form von ihren Jungen gesprochen, wie ich das auch vielleicht noch einblenden kann, wenn ich den Filmausschnitt zeigen darf und das YouTube nicht rausschneidet, beziehungsweise, naja, man weiß schon, zensiert, wegen Copyright, weil dann die Frau gesagt hat, töte sie, Mami, töte sie, Mami. Als ob der Junge noch leben würde, obwohl er eigentlich tot sein soll im ersten Teil. Was der ja aber überlebt hat, sonst würde es die ganzen Jason-Filme gar nicht geben.
Meiner Theorie nach hat er wie ein Wolfsjunge im Wald überlebt. Nun denn. Das ist also schon mal das in der Zeitung. Dann war hier noch was am Tisch. Was war hier von interessant? Ja, hier vielleicht Fan sein, aber kann man sich selber angucken. Hier steht irgendwas am Kamin über From Childhood's Hour, Alberry, weiß ich nicht, A Burden oder sowas, keine Ahnung, es ist hier zu schmierig geschrieben. Dann sind hier viele, viele Bücher. Habe ich noch gar nicht gesehen. Und hier eine Schreibmaschine. Schreiben. Das Drehen für Jason Goes to Hell ist insofern außergewöhnlich, als es keine einzige Teenagerrolle vorsieht. Aha. Inferno Lake. Romane. Freitag der 13. ist mehr als eine Filmreihe. Aha, wusste ich noch gar nicht. Es gibt außerdem eine Fernsehserie. Aha. Eine Comic-Miniserie sowie bis heute 4 Romane. Das wusste ich alles noch gar nicht. Interessant, hat man wieder was gelernt. Hier fängt doch schon an mit irgendwelcher Maske, irgendeiner antiken Maske von irgendeinem Volksstamm. Komme ich gleich noch zu. Und dann kommt man jemand noch zu Musik. Musik der Filme. Komponist Harry Manfredini hat die Filmmusik für 8 Freitag-Filme geschrieben. Wobei einige seiner frühen Stücke in Teil 7 erneut genutzt wurden. Doch war es sein Score für den allerersten Film, der den Ton für den Rest der Reihe vorgab. In einem Interview beschrieb Manfredini, wie dieser Score ein Eigenleben entwickelte. Zitat: Die Musik wurde zu einem Charakter in diesem Film. Sie war wirklich minimal. Es gab tatsächlich nur 2 Akkorde in dem Score. Er zeichnete sich dadurch eine gewisse Gleichförmigkeit aus. Da ist ein Schreibfehler. Es zeichnete sich dadurch eine gewisse Gleichförmigkeit aus. Es gab nie eine Melodie. Interessant, interessant. Und dann haben wir jetzt hier noch ein Kunstwerk. Nämlich hier. Wenn ich da mal drauf klicke. Ein Diorama nennt sich das hier. Eine Darstellung der letzten Szene, in dem Voorhees Haus spielt. Das habe ich bisher noch gar nicht gewusst, dass es das Voorhees Haus ist, weil das ist mir immer irgendwie wie so eine Hütte vorgekommen. Wo der halt irgendwie haust oder wo der Kopf der Mutter liegt. Und ja, müsste ich mir nochmal genauer angucken, die Filme. Die habe ich ja alle hier, werde ich auch gleich noch was drüber sagen. Aber diese Miniatur, sowas gab es auch für den Film Tanz der Teufel, also Evil Dead, war ja lange in Deutschland indiziert und beschlagnahmt. Lange. Und hat ja eine Kontroverse ausgelöst in Deutschland wegen Gewalt. Es war so eine Satanic Panic, so eine moralische Panik, so eine Violence Panic, würde ich mal dazu sagen. Was wir hier in Deutschland so haben. Komme ich auch gleich zu, was ich dazu denke. Und ja, dann gab es halt auch so eine Miniatur, habe ich heute gesehen, wo es das Haus gibt, die Hütte von Freitag, nach Freitag der 13., von Tanz der Teufel. Und das ist ein Kunstwerk gewesen. Das war eine Miniatur, mit der der Film gedreht wurde. Was man sich gar nicht so vorstellt, wenn man die Szenen sieht. Und trotzdem wurde der Film verboten, beschlagnahmt. Und die Kunstform abgesprochen. Es wurde die Kunstform erst abgesprochen von einem Gericht. Dass das ja keine Kunst sei, Tanz der Teufel. Obwohl es dieses Kunstwerk gab, durch die dieser Film entstanden ist. Nun denn, jetzt gehe ich mal zu diesem Haus. Dann haben wir Jason. So eine Holzpuppe. Jason, nach dem Erfolg der ersten Filme wollte Frank Mancuso Senior, der Geschäftsführer von Paramount Pictures, das Franchise zu einer Serie machen. Aha, in der jeder Film eine andere Geschichte hat. Es waren dann allen Berichten zufolge Film Scuderi, Steve Manasian und Bob Barsamian, die darauf bestanden, Jason Voorhees auch in den Nachfolgern zur zentralen Figur zu machen. Also es wäre schon interessant gewesen, was das für eine Serie geworden wäre über Freitag der 13., was an diesem Unglückstag immer passieren kann, über diesen Aberglauben, bei diesem Aberglauben. Ich sag nur, Aberglauben bringt Pech. Jedenfalls, ist das ja bei Horrorfilmen immer oft, dass es eine Fortsetzung gibt. Und das ist für mich so eine Mystifizierung des Bösen. Das Böse ist unsterblich. Es kommt immer wieder zurück. Es gibt immer wieder eine neue Fortsetzung des ganzen Horrors. Obwohl der eigentlich von den
sogenannten Opfern überlebt wurde und die zu Überlebenden geworden sind. Die aber weniger Rechnung tragen als, oder weniger Anerkennung bekommen als diese Killer. Da komme ich gleich nochmal zu. Und ja. Bin ich nicht so ein großer Fan mehr von, dass es so viele Fortsetzungen gibt. Ali. Die Rolle von Ali, dem taffen Anführer einer Biker-Gang, wurde vom Schauspieler Nick Savage, der Name ist hier Programm, gespielt. Ali trifft es in diesem Film wirklich hart. Sein Motorrad wird beschädigt, seine Freunde werden ermordet und sein Arm wird abgeschnitten, bevor er zu Tode gehackt wird. In einem alternativen Ende überlebt er, aber dieses Filmmaterial, wie Ali selbst, wurde geschnitten. Natürlich wird doch alles geschnitten, alles zensiert. Ist so immer so. Jessica, Regisseur Adam Marcus, wollte die Serie auf Familienthemen zurückführen. Die Figur Jessica Kimble ist die Tochter von Diana Kimble, der Halbschwester von Jason Voorhees. Okay, also hier haben wir schon mal das hier unten gesehen. Ich werde jetzt versuchen, nicht so viel Zeit hier zu verplempern, weil es ging 2 Stunden, das Video, was ich schon aufgezeichnet habe. Jetzt hat man hier noch Bilder. Zum Beispiel Hollywood, Ghost Hunter und Leatherface auf dem dunklen T-Shirt hier. Ganz dunkel Leatherface von Texas Kettensägen Massacre. Und da ist ja der Killer durch die Inspiration von dem Mörder Ed Gein entstanden, der eine sehr, sehr religiöse Mutter gehabt hat, sehr streng, und vielleicht ist dadurch der Frauenhass bei ihm entstanden. So, was haben wir denn hier? Kühlschrank, das ist interessant. Shelley und seine Ma. Im dritten Teil der Freitag der 13. Reihe schlüpft Larry Zerner in die Rolle von Fanliebling Shelley. Im Film befindet sich Vera, gespielt von Catherine Parks, auf dem Anleger von Crystal Lake, als sie Shelleys Brieftasche findet. In ihr ist ein Bild von Larry und seiner echten Mutter. Vera wird durch ein Geräusch erschreckt und lässt die Brieftasche ins trübe Wasser fallen. Kaum hat sie sie wieder herausgefischt, steht Jason mit einer Harpune vor ihr. Fans kennen den Rest der Geschichte. Ja, ich habe den Film hier, aber ich erinnere mich jetzt echt nicht dran. Was jedoch den wenigsten bekannt ist, nach Abschluss der Aufnahmen gab Larry seiner Mutter das verwaschene Foto. Sie hängte es sich als Andenken an den Kühlschrank und dort blieb es für 30 Jahre, bis sie es für seinen Einsatz in diesem Spiel hier eingescannt wurde. Was, für 30 Jahre hing das Foto an einem Kühlschrank? Es ist aber echt ein Kühlschrank, das muss echt Wertarbeit sein, echt deutsche Wertarbeit. Made in Germany. Kühlschrank, der 30 Jahre hält. Krass. Und nicht so schnell kaputt geht, oder wie, oder was. Teil 3. Ich habe hier einen kleinen schlauen Zettel. Teil 3. Von Juni 88 bis Juni 2016. Wow, also fast 28 Jahre war der Film beschlagnahmt. Und ist jetzt ab 16 Jahre. Einen Moment. Teil 3. Habe ich hier ungeschnitten. Fredagen den 13. E. Del Dre. Alla Farsor Blodiga Dingen. Da kann man hier mal kurz reingucken. Der ist jetzt ab 16. Der war mal beschlagnahmt. Nicht freigegeben unter 18 Jahren. Aber hier ist auch eine 16 drauf. Ja, hat auch eine deutsche Ton, der hat auch eine deutsche Tonspur, der Film, aber das ist die schwedische Fassung, soweit ich informiert bin. Und den hätte ich damals gar nicht kaufen dürfen. Ich komme da gleich noch ein bisschen mehr zu den ganzen Sachen. Ich muss hier jetzt Ordnung halten, weil das sind 10 Filme. Der war also von 88 bis 2016 beschlagnahmt. Hätte ich in der Videothek also nicht kaufen dürfen. Aber ich gucke nochmal genauer nach, weil Beschlagnahme, Indizierung, das sind immer so Zeiten, die manchmal unterschiedlich sind. Ich habe den auf jeden Fall in einer Videothek ab 18 gekauft. In einer Videothek, wo man nur ab 18 reingekommen ist. Ja, und da hat eben das Foto eine Rolle gespielt, das dann 30 Jahre am Kühlschrank gehangen hat. Interessant. Gehe ich mal weiter. Hier ist wieder eine Zeitung.
Developing Story. Body of Friday the 13th Murderer Missing. Fritz Stalling from Wessex Morgue. Da wurde also eine Leiche, aus der Leichenhalle geklaut. Heißt es hier. Der Mythos von Jason liegt irgendwo zwischen dem Übernatürlichen und dem Übernatürlichen. Ja, und das macht das eben aus, wenn ich davon rede, dass das ein Horrorpsychopath ist. Weil Horrorpsychopathen haben meines Erachtens nichts zu tun mit normalen Psychopathen, ne? Weil die haben eben was Übernatürliches an sich. Die sind unsterblich. Die kommen immer wieder. Das hat kein Ende. Da heißt es nicht, was dich nicht tötet, das macht dich stärker. Da heißt es dann, was dich nicht tötet, das mutiert und versucht es nochmal. Und das geht mir sowas derbe auf den Zwirn, auf die Eier. Es geht mir echt am Sack, dass daraus immer so viel Geld gescheffelt wird. Weil es gibt ja dann auch die Täter-PR, der ich auch sehr kritisch gegenüberstehe, der Täter-PR, wenn eben Amokläufer in den Medien Aufmerksamkeit bekommen und auf der Titelseite abgedruckt sind noch ihre scheiß Mörderfressen. Und ja, da können wir noch einiges drüber lernen. Aber ich habe nicht ganz so gelesen. Er ist ein Mann, der verletzt und getötet werden kann, aber auch ein Junge, der das Ertrinken überlebt hat. Ja, nicht nur das. Aber was ist daran jetzt übernatürlich? Er ist ein Mann, der verletzt und getötet werden kann. Ja, das ist natürlich. Es war jetzt kein natürlicher Tod, wenn man ihn tötet. Aber was ist da jetzt übernatürlich dran, wenn der ein Junge auch ist, der das Ertrinken überlebt hat? Was ist daran übernatürlich? Er hat es überlebt, er hat Glück gehabt. Nur wie hat er überlebt? Wenn die Mutter jahrelang geglaubt hat in ihrem Wahn, dass die halt die Erzieher schuld sind, die Aufpasser, und deswegen hat sie die umgebracht mit dieser Rechtfertigung für Gewalt. Wie hat dann Jason gelebt? Ist er im Wald gewesen nur? Ist er so aufgewachsen wie ein Wolfskind? Ich komme nochmal gleich darauf zurück zu Jason. In einer Erzählung wechselt sein unsterbliches, dunkles Herz den Körper. Ja, das ist Jason 9. Freitag der 13.09. Jason Goes to Hell. Da sieht man auch wieder so ein anderer Mann, so ein Wissenschaftler, auf einmal sein Herz isst. In einer Erzählung wechselt sein unsterbliches, dunkles Herz den Körper. Das ist Teil 9. In einer anderen ist er ein verletzbarer Gegner. Also in 9. 9 war indiziert, ist ab 18. Von 94 bis 2009 indiziert. Wie bei einer guten Lagerfeuergeschichte bleibt die definitive Wahrheit stets unerreichbar. Ja, halt dunkles Herz, das den Körper wechseln kann, also so eine Übertragung von einer bösen Seele auf einen anderen Menschen. Wie meiner Besessenheit quasi. Okay, ja, eine gute Lagerfeuergeschichte ist auch wieder so ein Mythos, dieser Horror. Ist auch so ein Mythos. Okay, ich mach das jetzt schon. Hier ist das Ende. Aber ich gehe gleich nach oben. Und hier hat man so eine Aufnahme. Am Anfang gibt's auch noch eine Aufnahme, kann ich gleich nochmal hören. What was the creepiest part about working on the game? Oh, for sure the phone calls. Okay, sorry, that was great. Can you start over, but this time incorporate the question into your answer? My bad, yeah. So the creepiest part about working on this game was I get these weird phone calls to my personal phone. We worked on the game for almost, I think it was about 3 years. And every single Friday the 13th, we would get these calls from someone. At first, I thought it was someone at the studio, Paul or Dan or something, but it had to be like an F-13 fanboy or something. They would use this voice distortion and claim to be Pamela warning us to honor the memory of her son. Sometimes they would just laugh into the phone and hang up, but most of the times they would just, you know, complain about the game taking so long. That doesn't sound that creepy. It wasn't until one time I called the number back and heard this. Wow, also das ist echt creepy. Da hat sich jemand wohl als einer aus dem Film ausgegeben. Ich habe jetzt nicht genau gehört, wer. Aber es wurde halt gesagt, dass man den Sohn ehren soll. Also es wurde sich als Pamela ausgegeben, als die Mutter von Jason. Man sollte das Andenken des Sohnes ehren. Töte sie, Jason, töte sie. Sie haben es verdient. Oh mein Gott, das ist ja echt gruselig, sowas zu kriegen, so ein Anruf. Weil es lässt mich auch an Nightmare on Elm Street denken, an den Nancy für Teil 7,
Da hat sie auch Anrufe bekommen und die ist ja der Star aus Teil 1 und 3. Zwei, auch 2, glaube ich. 1, 2 und 3 und 7. Und da hat halt die Nancy, die ja die eigentliche Heldin ist, die hat dann einen Anruf von einem Stalker bekommen und der hat auch sich, glaube ich, als Freddy Krüger ausgegeben. So richtig krank in der Birne, so richtig sick. Und das haben die dann in dem Film eingebaut, wie man das aus Interviews heraushören kann. Und das ist jetzt ganz interessant. Institute of Mental Health, Anger Institute. Anger-Bericht. John Shepard spielte den traumatisierten Tommy Jarvis im 5. Film Ein neuer Anfang. Tommy, psychologisch geschädigt durch seine Konfrontation mit Jason in Das letzte Kapitel, wird zu einer Rehabilitationseinrichtung namens Pinehurst Youth Development Center geschickt. Shepard nahm die Rolle ernst und verbrachte zur Vorbereitung einige Monate damit, freiwillig in einer staatlichen Nervenheilanstalt zu arbeiten. Respekt, Digga! Also endlich ehrlich mal Respekt. Da zu arbeiten, das ist bestimmt nicht leicht. Und eins, welcher Teil war das jetzt? Neuer Anfang war Teil 5. Teil 5, habe ich ja gerade in der Hand gehabt. War von Mai 86 bis September 2009 indiziert. Ist jetzt ab 16 Jahren. Also hier Teil 5, ein neuer Anfang. Ist hier auch alles ab 18, da ist auch eine 16. Hier kann man die 16 gut sehen, in Rot, auf der rechten Seite von der DVD. Da. Und ja, das war indiziert. Aber wenn er jetzt indiziert war, Teil 5 war indiziert, Teil 4 und 3 waren beschlagnahmt, dann konnte man ja gar nicht wissen, was im vorherigen Teil passiert ist, weil es war nicht mehr käuflich erwerblich. Theoretisch. Auf jeden Fall möchte ich hier noch andere Sachen anmerken, aber ich habe jetzt gerade den Zettel nicht, weil zu dieser psychologischen Einordnung von den Killern. Jetzt sind wir schon bei der Kriminalpsychologie, ich versuche mich mal kurz rauszutappen. A Real Clear Science. A Psychiatric Evaluation of Michael Myers by Ross Pomeroy, 27. Oktober 2014. Also ich lese das mal vor. Die psychiatrische Evaluation von Michael Myers. Und da kann man auch was gleich zu Jason lesen. Ich werde hier mal runterscrollen, weil hier ist das. Slasher Films offer some of the best educational material. The legend of Jason Voorhees from Friday the 13th is a symbolic outcome of the direct effects of fetal alcohol syndrome. Michael Myers losing the ability to speak after murdering his sister showcases conversion disorder, where symptoms of acute or chronic stress manifest physically. Myers also likely suffers from voyeurism and autism. If you're looking for a metaphorical example of narcolepsy, look no further than A Nightmare on Elm Street, in which nightmares involving maniacal killer Freddy Krueger intrude into wakefulness. Krueger himself likely has pedophilia, psychopathy and mother issues. Und ja, was heißt es hier also zu unserem Jason hier? Fetal Alcohol Syndrome. Was ist das? Das fetale Alkoholsyndrom, FAS, ist die ausgeprägste Form fetaler Alkoholspektrumstörungen und entsteht durch häufigen mütterlichen Alkoholkonsum während der Schwangerschaft. Doch auch geringere Trinkmengen rufen Schädigungen beim Kind hervor, die vielfach nicht äußerlich sichtbar sind. Das ist schon mal interessant. Alkoholmissbrauch während der Schwangerschaft. Fetale Alkoholsyndrom. Ich gehe mal hier auf Wikipedia direkt da drauf. Da war ja ein Foto. Kann man hier sehen. Das, so sieht das dann hier aus. Ich werde das jetzt nicht groß machen. Und ja, also hier auch so eine Missbildung. Also es kommt da zu Missbildungen bei den Kindern, bei den Menschen. Kann man sich hier selber angucken. Alkoholembryopathie mit Dysmorphin.
Und das ist das dann hier, was bei Jason Voorhees vorliegt. Und jetzt habe ich hier noch, wie verhalten sich FAS-Kinder? Kinder und Jugendliche mit FAS-E reagieren stark auf taktile Reize und haben große Probleme mit unangemessenen Berührungen, auch wenn kein Missbrauch vorliegt. Sie sind leichte Ziele für diejenigen, die aus ihnen Nutzen ziehen können und häufig selbst die Opfer sexuellen Missbrauchs. Also, was kann man hieraus zumindest lernen? Jason Voorhees wurde wahrscheinlich gemobbt. Das zumindest auf jeden Fall. Der wurde bestimmt geärgert und ist dann in dem See gefallen, als er gemobbt wurde, gehänselt wurde von irgendwelchen Arschlochkindern. Und ja, die haben nicht aufgepasst, die Erzieher. Und dann hat man jetzt hier aber noch Folgendes, weil Jason redet ja nicht. Jason redet kein Wort. Aber genauso redet auch Michael Myers kein Wort. Und bei ihm ist das hier, bei Michael Myers, eine Conversion Disorder, vermutlich. Und da gibt es eben das hier, Functional Neurologic Disorder, Conversion Disorder. Functional Neurological Disorder, a newer and broader term that includes what some people call Conversion Disorder. Features nervous system neurological symptoms that can't be explained by a neurological disease or other medical condition. Also es gibt keine neurologische Krankheit dafür, es gibt auch kein medizinisches Bild davon. Und trotzdem muss man das irgendwie beschreiben können. Es ist also trotzdem eine neurologische Störung, was da vorliegt. Mal ein bisschen weiter zu gucken. The cause of functional neurologic disorder is unknown. Also ist unbekannt, was jetzt der Gründe dafür sind, die Ursprünge. The condition may triggered by a neurological disorder or by a reaction to stress or psychological or physical trauma. But that's not always the case. Das kann man sich hier selber mal angucken. Ist wie gesagt hier Clear Science. Real Clear Science, a psychiatric evaluation of Michael Myers. Und damit springe ich mal wieder zurück ins Spiel. So. Und jetzt haben wir diesen John Shepard. Und der spielt da den traumatisierten Tommy Jarvis im fünften Teil. Und der ist extra dafür in einer staatlichen Nervenheilanstalt gewesen und hat da einige Monate verbracht, um sich darauf vorzubereiten. Er hat also gesehen, wie psychisch kranke Menschen sind. Er hat sie kennengelernt. Und so konnte er sich in diese Rolle reinversetzen. Weil es ist ein Unterschied, ob man jetzt eine Klinik hat mit psychisch kranken Menschen, die geheilt werden wollen, oder welche, die nicht geheilt werden können, weil die zu gefährlich sind, wie im Maßregelvollzug. Da sollte man das trennen, weil die sollte man nicht in einen Topf werfen. Was aber leider oft gemacht wird. So gibt es gefährliche psychisch kranke Menschen und ungefährlich psychisch kranke Menschen. Und die gefährlichen sind weniger als die normalen, sage ich mal dazu. Die unauffälligen, die friedlichen. Aber jetzt kommen wir mal zur Gewalt. Higgins Havens. Camp Blood. Welcome to Camp Crystal Lake. Schauplatz Crystal Lake. Bei keinen zwei Freitag der 13. Film wurde die Crystal Lake Szene am gleichen See gedreht. Interessant. Jetzt kommen wir gleich schon zur Zensur. Es war ein schönes Jagdgewehr. Für Sammler. Für Sammler wohlgemerkt. Ja, ein Schweizer Taschenmesser. Ist das Schweizer oder? Muss doch Schweizer sein. Die haben doch die besten Taschenmesser. Das MPAA Ratings Board, Motion Picture Association of America. Und die Freitag der 13. Filmreihe haben seit langem eine Katz-und-Maus-Beziehung. Regisseur John Carl Büchler hat öffentlich seine Frustration darüber zum Ausdruck gebracht, dass jede Menge an Filmmaterial geschnitten werden musste, um ein R-Rating zu erreichen. Oder eine R-Bewertung. Für Büchler hatte das Blutvergießen einen Sinn. Er vergleicht seine Entfernung damit, als würde man einen Witz ohne Pointe erzählen.
Ja, hat halt Horror mit Realität zu tun, genau wie Alfred Hitchcock das gesagt hat, ne? Aber zu Hitchcock kommen wir gleich, glaube ich, noch. Habe ich schon was vorgelesen im anderen Video. Feuerwerk. Ja, sehr nervig in dem Spiel. Sehr nervig. Und effektiv. Illphonic und Gun Media fanden das Spielerfeedback aus dem Beta-Build unschätzbar wertvoll für das Balancing des Spiels. Laut Entwickler Ronnie Hopes war ein Item, das angepasst werden musste, die Feuerwerkskörper. Wenn Sie die Beta gespielt haben, wissen Sie, dass die Feuerwerkskörper das am wenigsten nützliche Item im Spiel gewesen sind. Jetzt ist das voll nützlich. Sie waren als Abschreckung gedacht, um Jason zu täuschen. Sie konnten einen davon werfen. Und wenn er seine Sinne benutzt hat, konnte er akustische Pings wahrnehmen und sie konnten ihn die entgegengesetzte Richtung davonrennen. Feuerwerkskörper können ihn jetzt betäuben. Mein Hackebeil, Schweinespalter. Wie die Filme, die ihm vorausgingen, hat Friday the 13th The Game seine eigenen Probleme mit Zensoren gehabt. Die deutsche Bewertungsstelle, die USK, fand das Spiel so brutal, dass sie es beim Start ablehnte. Wow, liebe USK. Das ist ja echt mal krass. Stop the slaughter! Slaughter! Und ja, jetzt sind wir hier. In diesem Raum. Und ich zeig dann mal die Filme, die ich habe. Weil hier passt das Setting besser als von gerade. Das ist 5. Also Teil 1, Freitag der 13. Sie wurden gewarnt. Sie sind verflucht. Sie werden alle sterben. Nicht freigegeben unter 18 Jahren. Habe ich damals gesehen und es tut mir leid, es tut mir wirklich leid. Ich habe den Film auf VHS gehabt, umgeschnitten, und ich brachte den mit in der Schule. Da haben wir den angesehen. Die Lehrerin war kreidebleich. Wirklich, die war kreidebleich. Und wir haben noch nicht mal den Film ganz gesehen. Wir haben den Film noch nicht mal ganz gesehen. Nur 40 Minuten. Trotzdem, Teil 1 von 1983 bis 2017 indiziert, ab 18. Der ist jetzt ab 18. Der war in der Zeit, wo ich ihn in eine Schule mitgebracht habe, indiziert. Wir haben in der Schule einen indizierten Film halb gesehen. Wir haben sogar South Park gesehen, aber nicht ganz, wegen den ganzen Schimpfwörtern. Ach ja, das war schon eine Zeit damals. Also Teil 1 war indiziert. Von 83 bis 2017 ist jetzt ab 18. Lege ich weg. Teil 2, Freitag der 13. Teil 2, habe ich gerade schon gezeigt. Strafrechtlich unbedenklich, war von August 84 bis August 2009 indiziert. Ist jetzt ab 16. Hier heißt es strafrechtlich unbedenklich. Freigegeben ab 18 Jahren, kein Verkauf oder Freigabe an Jugendliche unter 18. Ist es jetzt ab 16? Der ist jetzt ab 16 Jahre, Teil 2. Teil 2 ist ab 16. Ich habe noch die 18er Version, die indiziert wurde. Dann kommt jetzt Teil 3. Habe ich schon gezeigt. Der hier. Der deutsche Tonspur. Hier kann man nochmal Jason sehen. Da hat Jason noch keine Maske. Da ist ja noch ein unbekannter Killer. Und Teil 3 war von 88 bis 2016 beschlagnahmt. Ist jetzt ab 16 Jahre. Ist auch ab 16 Jahre. Also indiziert, beschlagnahmt, jetzt ab 16. Jetzt verkäuflich für Jugendliche. Teil 4 kommt dann. Ich muss hier die Ordnung halten. Teil 4 war, wie gesagt, das ikonische Symbol hier, was jeder eigentlich kennt, was man als Poster kaufen konnte. Und auch in meinem Kinderzimmer gehangen hat. Gruselig, gruselig. Und ja.
Teil 4. Von Juni 88 bis 2017 beschlagnahmt. Jetzt ab 18. Was steht hier drauf? Gar nichts. Hier steht gar nichts drauf. Ist zwar, ist schwedisch, aber hat eine deutsche Tonspur. Und eine FSK. Auf der DVD ist, also das ist eine schwedische Fassung. Hier gibt es keine, sehe ich ihn nicht. Nichts Deutsches drauf. Hier steht nichts Deutsches. Aber auf der DVD selber ist links ab 18. FSK. Also als der Film beschlagnahmt wurde, war der schon ab 18 freigegeben. Laut der DVD. So. Jetzt war ich bei Teil 4 oder 5, ne? Jetzt habe ich hier 5. Ein neuer Anfang. Also 5 ist das. Das war der mit der Nervenheilanstalt. Ein neuer Anfang. War von 86 bis 2009 indiziert. Ist jetzt ab 16 freigegeben. Wow! Der zweite Film, der indiziert war und ab 16 freigegeben wird. Dann bin ich jetzt bei Teil 6. Jason lebt. Da ist auch Alice Cooper als Musik, glaube ich. The Man Behind the Mask müsste das sein. Kein Verkauf oder Abgabe an Jugendliche unter 18 Jahren. Strafrechtlich unbedenklich. Also Teil 6, strafrechtlich unbedenklich. Indiziert. Von 1987 bis 2009. Ab 16 Jahren jetzt. Also das, was damals indiziert war und ab 18, das ist jetzt ab 16. Wieder mal. Dann habe ich jetzt hier Jason 3, Teil 7. Jason im Blutrausch. Auch hier die fette Warnung. Kein Verkauf oder Abgabe an Jugendliche unter 18 Jahren. Strafrechtlich unbedenklich. Nicht freigegeben unter 18 Jahren. Da steht dreimal drauf ab 18. Ne, zweimal ab 18 und einmal strafrechtlich unbedenklich. Teil 7. Von 1989 bis 2009 indiziert. Ist jetzt ab 18. Dann, Teil 8, Todesfalle Manhattan. Mein Lieblingsteil. Weil das war der erste, den ich gesehen habe, beziehungsweise der zweite. Das war der erste Jason-Film, den ich gesehen habe. Erst habe ich Freitag der 13.1 gesehen, bei der Mutter von einem Freund, von einem ehemaligen Grundschulfreund. Bei der Mutter habe ich das gesehen. Da war ich 12 Jahre. Mit 12 Jahren habe ich gesehen, wie Pamela, wo hieß der Kopf abgeschlagen wird mit der Machete. Das war so ekelhaft. Und ja. Dann habe ich Teil 8 gesehen. Den habe ich auf VHS aufgezeichnet bekommen. Und Teil 8 war von 1990 bis 2009 indiziert. Ist jetzt ab 16. Das war jetzt Teil 8. Und dann komme ich jetzt schon zu Teil 9. Das ist ein Bootleg. Freitag der 13.09. Jason Goes to Hell. Da sieht er dann so aus. Richtig Übermensch. Irgendwie. Richtig groß. Und wie ist er so groß geworden? Wie ist er so groß geworden? Wenn der wie ein Wolfskind aufgewachsen ist im Wald, so verwildert. Das ist wie gesagt ein Bootleg. Ist gewesen von 94 bis 2009 indiziert. Ist jetzt noch immer ab 18. Und zu guter Letzt gibt es hier Jason X. Da hat das Cover auf jeden Fall was vorweggenommen. Ich habe das mir angeguckt, was die Producer dazu sagen, die Entwickler. Entwickler sage ich schon, das ist noch kein Videospiel. Die Filmemacher, was die dazu sagen. Und die wollten eigentlich ein anderes Cover, weil das Cover, das verrät schon zu viel vom Film. Das spoilert schon zu viel. Und Teil X war von 2014 bis 2020 beschlagnahmt.
Ab 18. Also es ist jetzt ab 18 Jahre. Und hier kann man nur ganz klein lesen. Boah, Verkauf, Vermietung und Verkauf. Nur an Erwachsene. Strafrechtlich unbedenklich. Also, Teil X hat keine Freigabe bekommen, Teil 10, hat keine FSK bekommen. Trotzdem steht drauf, strafrechtlich unbedenklich, nur an Erwachsene zu verkaufen, und wurde beschlagnahmt, obwohl strafrechtlich unbedenklich. So läuft das also in Deutschland. Jetzt habe ich hier das Jahr 2009. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Im Jahr 2009 wurden 6 Filme der indizierten Freitag der 13. Reihe. Die komplette Reihe war indiziert. Man konnte gar nichts gucken von Freitag der 13. so richtig. Da waren 6 Teile von indiziert. Nein, falsch. 6 indizierte Filme. 6 indizierte Filme kamen vom Index runter. Zur gleichen Zeit ungefähr. Und davon ist 1, 2, 3, 4 Stück wurden davon ab 16 gemacht. Also 4 indizierte Filme ab 16 und 2 ab 18. Genau. Und dann gab es 2017 noch eine Deindizierung, die ist ab 18, vom ersten Teil. 3 beschlagnahmte Filme. 3 beschlagnahmte Filme und davon, von den 3 sind 2 ab 18 und 1 ab 16. Das ist doch mal krass. Also die ganze Freitag der 13. Reihe war auf dem Index. War. Und das ist gut, dass das nicht mehr so ist. Wo waren das jetzt gewesen? Ich glaube, das war unten. Weil es ein Museum, da will ich auch nicht alles vorwegnehmen. Das kann man mal selber lesen. Aber Tom Savini, das sage ich nochmal, der hat Kriegswunden gesehen. Und er hat die Kriegswunden in die Filme mit reingebracht, indem er die Wunden, die in den Filmen geschauspielert waren, indem er diese Wunden eben vom Krieg abgekupfert hatte. Und deswegen sage ich auch, das hat uns auch an Krieg erinnert, diese ganze Blut und Gewalt. Diese ganze grausamen Sachen. Brutalität, ne? Also das hat uns auch zu sehr daran erinnert, weil wir hatten es lieber gemütlich und haben dem Nachrichtenmann im Fernsehen zugehört. Ne? Wer weiß, wer weiß. Naja, jetzt gehe ich mal zu den Masken. Maskenanzeige. Maskenball. Nein. Eine Sammlung von Masken, die Jason in der Freitag der 13. Serie getragen hat. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, was ich sagen will. Weil ich habe vorhin was gesagt, was ich sagen will, aber ich weiß jetzt nicht mehr was. Naja, egal. Maske, einer der symbolträchtigsten Momente dieses Films war die Szene von Jason am Times Square. Also Teil 8. Kane Hodder, der Jason spielte, blieb die ganze Zeit in seiner Rolle. Hunderte von Menschen auf beiden Seiten der Straße beobachteten die Dreharbeiten. Bei jedem kurzen Blick von Jason schrie die Menge, jubelte und flippte aus. Oh mein Gott, Jason! Wow, du bist ein Star! Wow, ein Killerstar! Meine Güte, das ist doch das gleiche wie bei Freddy Krüger. Wo alle so ausflippen, weil die Freddy Krüger sehen. Freddy Krüger ist ein Star, der Killer, der Kinder aufschlitzt. Es ist ein Kinderstar. Alter. Und auch bei anderen Leuten ist das ein Star. Bei älteren Menschen. Aber hauptsächlich sind das so Jugendliche, die da so ausflippen. Und das ist eben dann die Sache, wenn dass die Überlebenden, die eigentlichen Helden, wie Nancy von Nightmare on Elm Street, dass die im Hintergrund sind. Und das ist genauso wie bei den ganzen Amok-Taten, die in der Realität. Da bekommen die Amokläufer, die gesichtslosen Amokläufer, die bekommen ein Gesicht in der Zeitung. Und dadurch werden die berühmt. Und das ist auch so gewollt von denen. Weil die wollen ja einmal der Welt zeigen, mit ihrer narzisstischen Machtdemonstration, wer sie sind oder dass sie da sind. Sie wollen gesehen werden. Und dann werden sie gesehen. Aber ich will die nicht mehr sehen, diese scheiß Kackfressen. Diese scheiß Mörderfressen. Und ja, deswegen hatte ich auch das Vergnügen mit so einer Mörderfresse, der aber keiner wurde, soweit ich weiß. Jedenfalls möchte ich mich da jetzt nicht weiter darüber unterhalten, weil da würde ich mich wieder in Rage reden. Und das möchte ich hier jetzt nicht.
Ich finde es nur eben beschämend, dass es eben diese Täter-PR gibt, die ich schon angesprochen habe. Weil, was macht das mit den Filmen? Das sind ja nur Filme auf der einen Seite. Das ist unsere Popkultur. Aber wie verhält sich das im Hinblick auf richtige Mordserien oder Mordtaten, Massenmorde, Amokläufe, Terroranschläge? Wie verhält sich das da? Wenn man vorher gelernt hat, Freddy, cool! Da weiß man doch, dass das scheiße ist, dass das Arschlöcher sind, dass das Verbrecher sind, dass die weggesperrt gehören, dass die bestraft gehören. Warum werden die in Horrorfilmen so verehrt? Warum? Eigentlich sind doch diese Amokläufer diejenigen, die andere Amokläufer anhimmeln und denen nachahmen wollen. Die sogar noch übertrumpfen wollen. Wie bei Halle, wo der Typ sich ja sogar hier so ein eigenes Belohnungssystem wie bei Steam herausgearbeitet hat. Töte ich 50 Juden, kriege ich, weiß ich nicht, ein goldenes Hakenkreuz oder so ein Scheiß. In meinem Notizheft. So ein Scheiß. Und dann ist da eben die Sache, dass sie sich übertrumpfen wollen. Das ist in der Realität so. Ein richtig krankes Spiel ist das. Spiel. Es ist krank. In meinen Augen. Aber eben gefährlich krank. Und nicht ungefährlich krank. Das ist für mich ein Unterschied. Weil ich möchte auch nicht andere Leute in einen Topf werfen, die damit nichts zu tun haben wollen, die das selber widerwärtig finden, erbärmlich finden, verbrecherisch finden. Und ja, das ist dann die Sache. Die Täter sind im Vordergrund. Die Opfer, die das überleben, die eigentlich große Kraftanstrengungen haben, die sind im Hintergrund. Deren Leben ist im Arsch und die werden nicht gehört. So ist das. Die Täter werden hochstilisiert. Und das kotzt mich an. Und deswegen werde ich das mal sagen nochmal. Ich mag es eben nicht, wenn das in den Medien so ist und man immer wieder den gleichen Senf hört. Immer wieder den gleichen Scheiß. Wenn es immer das Gleiche ist, nur die Namen und Orte ändern sich, aber immer wieder wird der Täter hochstilisiert, indem er diese Bühne bekommt, die er eigentlich gar nicht verdient, die er sich nur durch Gewalt erzwungen hat. Hä, liebe Bild-Zeitung, Bild hat mich auf Facebook übrigens blockiert, weil ich sowas sage. Naja. Sollte vielleicht so ein Badge of Honor sein, hä? So ein Badge of Honor. Die Menge jubelte und flippte aus. Ja, und das gibt's eben auch, wie gesagt, bei Freddy. Und da wurde eine Hommage dran gemacht. Das haben die im Film selbst sich drüber lustig gemacht in Freddy 7, The New Nightmare. Den habe ich schon 96 habe ich den Film gesehen, 96 sage ich mal, oder 95. Da habe ich den Film schon gesehen gehabt, New Nightmare. War ich 9 Jahre? 9 oder 10 war ich da gewesen, ich glaube 10. Dann war das 96. Kann ich mit 9 oder 10 gesehen haben. Und ich habe damals schon gewusst, das ist was Psychologisches. Auch wenn ich Psychologie noch nicht kannte, aber ich wusste, das hat was mit der Psyche zu tun. Weil das wurde mir gesagt. Von der Mutter des Schulfreundes. Der aber ziemlich abgedriftet ist. In sowas hier. Leider. Der hat schon viel zu viel mit sowas gehabt. Aber das ist eine andere Geschichte. Das sind noch andere Sachen. Maske. Es war ursprünglich geplant, dass Corey Feldman in diesem Film wieder in die Rolle von Tommy Jarvis schlüpfen sollte. Leider führte seine Besetzung in 2 Spielberg-Filmen zu terminlichen Problemen. Es wurde also ein Kompromiss erzielt, demzufolge der Kinderschauspieler zwar erscheinen würde, allerdings nur in der Anfangssequenz. Regisseur Danny Steinman sorgte dafür, dass die Crew ein kleines Set in Feldmans Hinterhof einrichten konnte. Sie stellten zusätzliche Sträucher auf, setzten eine Regenmaschine ein und wickelten den Dreh innerhalb von 2 Stunden ab. Interessant. Zeitliche Termine. Enge zeitliche Termine einzuhalten. Tommys Faszination für Masken dient in diesem Film mehreren Zwecken. Jetzt wird's interessant, jetzt geht's um Masken. Sie fungierten als Hommage an den wegweisenden Spezialkünstler Tom Savini und fügten dem Charakter von Tommy eine dunklere Seite hinzu, die ein Omen für die Dinge darstellte, die folgen würden. Nach Ansicht des Drehbuchautors Barney Cohen treffen sie auch eine philosophische Aussage über den Horror.
dass dieser nämlich ansteckend ist. Der Schrecken, den Jason ausübt, kann an jeden weitergegeben werden. Ja, Psychopathen sind wie ein Wirbelsturm. Und der Hass ist ein Verwüster. Anders ausgedrückt, der Hass ist wie ein Virus, der sich verbreitet. Und an diesem Virus, da kann man dran krank werden. Da kann man sich mit anstecken. Da muss man jetzt keinen Hass empfinden. Aber es hat andere Symptome, dieser Virus Hass. Ich habe die Symptome hautnah erlebt. Die sind nicht schön und kann man später mal woanders drüber reden. Jedenfalls wird der Schrecken weitergegeben. Also jeder kennt diese symbolische Maske. Jeder fürchtet sich davor, wie vor dem schwarzen Mann. Interessant, interessant. Also eine philosophisch war das, ne? Eine philosophische Aussage. Dass der Horror ansteckend ist. Okay. Fürchtet sich einer, fürchten sich alle. Dieser Film zeigte einen neu gecasteten Jason. Okay. Das ist ganz heftig jetzt. Die Filmemacher entdeckten einen 1,90 Meter großen, 113 Kilogramm schweren Nachtclub-Besitzer namens C.J. Graham. Graham war Teil einer Hypnose-Bühnenshow, bei der ein Magier, oh Gott, die Zuschauer in Trance versetzte und sie dazu aufforderte, sich vorzustellen. Sie stünden Jason Voorhees gegenüber. Gruselig. Graham verkleidete sich als Jason und erschreckte sie mitten in der Hypnose. Das Produktionsteam war beeindruckt und engagierte Graham als Jason für den Film. Wow, wow, Alter. Das ist echt mal krass. Wenn man sich das mal vorstellt. Also würde ich mich vorstellen, unter Hypnose zu sein, und dann soll da jemand Jason sein und ich würde wissen, was das für ein Psychopath ist und wie gefährlich der ist. Entweder würde man die Beine in die Hand nehmen, oder, falls eine Waffe zur Verfügung ist, würde man den mit einer Waffe angreifen. Ganz ehrlich. Und ja, je nachdem, je nach Situation. Und da ist es dann eben aber auch so, dass ich glücklich sein kann darüber, dass ich introvertiert bin, weil laut der Julia Shaw, einer Erinnerungswissenschaftlerin, ist das eben so, dass man introvertierte Menschen nicht einer Hypnose aufsetzen kann. Die lassen sich nicht hypnotisieren. Die blicken da durch. Und das ist dann eben der Punkt. Schlecht gelaufen, wa? Diese Show. Naja, wie auch immer. Hier gibt es überall diese Masken. Diese Masken. Was sind das für Masken? Ich habe hier mal was. Eine kleine Überraschung vielleicht. Von Friday the 13th. Eine Jason Mask. Dieses Zertifikat garantiert, dass es sich hierbei um eine authentische Präproduktion der Original Jason Maske handelt. Die EMP Special Edition wurde direkt aus der im Film Friday the 13th verwendeten Maske gegossen. Diese exklusive Edition ist weltweit limitiert auf 1000 Stück. Kane Hodder Autogramm. Darunter 815 von 1000. Also, eine Jason-Maske. Was macht aber so eine Maske mit einem, wenn man die aufhat? Was macht so eine Maske mit einem, wenn man die Mimik nicht mehr sieht? Die Gesichtsmimik wird verdeckt, die Emotionen wird verdeckt. Findet eine Verwandlung statt? Wer bin ich? Wenn ich eine Maske trage, bin ich dann auch ich oder bin ich da wer anders? Wie funktioniert das mit den Masken? Der Maskenzauber. Was geht da in einem Menschen vor, der eine Maske trägt, um Menschen zu töten? Was geht in einem Menschen vor? Fühlt er sich vorher zu schwach? Gibt ihm die Maske die magische Kraft, diese Morde zu begehen, die er ohne Maske nicht begehen würde? Fragezeichen. Was macht eine Maske? Was bedeutet es, eine Maske zu tragen? Eine Maske ist immer etwas Symbolisches. Ist jetzt der Jason Voorhees ein Ritualmörder, weil er aus einem rituellen Grund eine Maske rituell trägt, ohne jetzt religiös das zu meinen?
Ist Jason Voorhees mit seiner Maske ein Ritualmörder, weil die Maske ein Ritual ist? Und wie ist er ohne Maske? Ganz schön hässlich, ne? Ganz schön hässlich. Hat man ja gesehen im Freitag der 13.8. Jason fürchtet sich vor Wasser. Jason, seine große psychologische Schwäche ist Wasser. Er kotzt Wasser. Weil er im Wasser ertrunken ist. Gruselig, nicht wahr? Aber ich habe noch was zu den Masken. Nämlich das hier. Das erinnert mich an antike Masken. Und weil ich auch sehr an Wissen, sehr wissensbegierig bin, als Gyfowin. Ich habe mich jetzt gar nicht richtig vorgestellt, aber auf YouTube nenne ich mich ja Gyfowin. Und Gyfowin ist eine Rune, sind zwei Runen. Also es ist ein Name, der aus zwei Runen besteht und auch etwas mit meinem Vornamen zu tun hat. Und das ist halt die Gebo und die Wundio-Rune und das bedeutet Freund des Besitzes, also mein Name bedeutet Freund des Besitzes und Gyfowin, das ist mehr sowas wie die Gabe der Freude, würde ich das übersetzen. Hier geht es aber mehr um Horror. Jetzt habe ich aber hier trotzdem was Schönes, nämlich ein Buch, eines meiner ersten gekauften Bücher, weil ich habe ein Interesse an Menschheitsgeschichte und hier haben wir Mythologie. Ein zuverlässiges Nachschlagewerk für die ganze Familie. Mythologie, Götter, Helden und Götterheldenmythen bietet eine beeindruckende Sammlung von Mythen aus der ganzen Welt. Mit einer Fülle von Informationen zu Religion, Ritualen und Bräuchen der faszinierendsten Kulturen. Ist das nicht faszinierend? Würde Spock sagen. Und was kann man hier finden zu Masken? Götterheldenmythen. Hier wird halt behandelt, Alte Orient, Ägypten, Griechenland, Rom, Kelten, Mittelosteuropa, Nordeuropa, Sibirien, Arktis, Indien, Sri Lanka, Tibet, Mongolei, China, Japan, Korea, Südostasien, Ozeanien, Australien, Afrika, Karibik, Nordamerika, Mittel- und Südamerika. Und ich will nach Südamerika in die präkolumbianische Zeit, sage ich mal dazu, und gehe mal auf Seite 282. Da war ja was gewesen wegen Masken, weil das erinnert mich an irgendwelche ja, Volksstämme, die ja, in Afrika vielleicht sogar schon gewesen sind. Vorher schon, vor Südamerika. Ich muss ja aufpassen mit dem Kabel. Bedeutung der mesoamerikanischen Mythen. Aber ich möchte jetzt nur speziell nach Masken suchen, weil ich habe ja schon was gefunden gehabt. Jetzt ein Tempel hier. Da. Ich hoffe, das konnten wir jetzt ein bisschen sehen. Diese Masken stellen den Menschen, die Erde und den Himmel dar. Interessant. Also was Symbolisches, so eine Maske. Das war aus dem Amazonasgebiet. Jetzt bin ich im Amazonas. Genauso wie Kriegsbemalung oder Körperbemalung oder Tätowierungen. Weil man wollte ja irgendwie gefährlich auf die Feinde wirken, ne? Und so ist es eben auch bei Jason. Wie so eine Kriegsbemalung ist so eine Maske. Ich bin gefährlich, geh mir aus dem Weg. Jetzt bin ich schon am Ende. Das kann doch nicht sein. Ich wollte noch nach Afrika gucken. Hier hat man dann sowas. Seltene Maske der Fang. Megebe. Maske der Fang. Himmel und Erde. Dualistische Gott. Kosmische Ei. Und bei Afrika kann man zumindest sagen, da ja die Wiege der Menschheit in Afrika sich befindet, wird auch der Ursprung der Religion wahrscheinlich da zu finden sein. Weil in Afrika hat man eine sehr reiche Kulturlandschaft, was Religion betrifft. Sage ich mal so dazu, ne? Kann man hier zumindest lesen. Hier ist noch mehr so eine Maske. Maske wie diese, das prachtvolle Exemplar aus Angola, dienten wohl auch dazu, die Doppelnatur der Götter anzudeuten. Da ist hier eine Maske.
Also, was hast du für so eine symbolische Bedeutung mit den Masken? Masken begleiten uns schon durch unsere ganze Zivilisation. Durch ganze Zivilisationen. Kongolesische Dornenmaske, sie diente vielleicht als Friedensgabe oder dazu, einen Geist zurückzugewinnen. Aber jetzt hier die Maske. Ich hoffe, das war jetzt hoch genug. Und dann war hier noch was anderes gewesen. Jetzt bin ich schon in der Karibik. Also, hier steht in dem Buch noch drinne, was habe ich jetzt nicht rausgefunden nochmal, aber da stand drinne, steht drinne, dass Masken auch das Geheimnis der Götter waren, ne? Also, die haben Götter repräsentiert, die Masken. Und wenn jetzt so ein Psychopath eine Maske aufsetzt, dann erhebt er sich ja auch selbst zum Gott und richtet über andere Leben. So gesehen. Dabei möchte ich es dann mal jetzt belassen. Ich hoffe, dieses Video war irgendwo informativ, dass man darauf Denkanstöße vielleicht gesetzt hat, um ein bisschen anders über Horror zu denken, um Action und um Gewalt. Weil das ist für mich so wie bei Terminator 2. Das war auch einer der ersten Filme, die ich damals als Kind gesehen habe. Also nach Zeichentrickfilm. Und ja, da war eben nicht die Gewalt für mich im Vordergrund als Kind. Weil es wird ja immer gesagt, oh, die Gewalt, die verdirbt die Jugend, die Kinder. Sie schädigt die Kinder. Nein, nein! Für mich war wichtig gewesen als Scheidungskind John Connor und seine Beziehung zu Arnold Schwarzenegger, also zum Terminator, weil der Terminator hat ihn beschützt, er war wie ein Vater. Er hat den Jungen beschützt vor was Gefährlichem, wozu mein Vater nicht den Arsch in der Hose hatte. Naja, und da gab es dann eben diese Bindung. Und das finde ich wichtig zu erwähnen, weil es das gegeben hat. So sind Filme für mich ein Kunstwerk und dieses Kunstwerk, das kann dazu führen, verleiten, dass man über sich selbst nachdenkt. Das kann eine Hilfe sein, eine Stütze. Weil das ist alles auf sicheren Abstand. Die Kunst ist sicherer Abstand. Da ist nichts Gefährliches. Und dadurch kann man darüber nachdenken. Und auch düstere Emotionen zulassen, die man sonst so vielleicht nicht fühlen kann oder nicht herausbekommt aus sich. Und weiß, dass die überhaupt vorhanden sind. Und dabei belasse ich es mal mit dem jetzt, was ich gesagt habe, und werde das dann gleich mal weiterzocken. Und vielen Dank für die Aufmerksamkeit schon mal, und dass zugehört wurde. Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu Friday the 13th The Game. Es ist jetzt ein Tag später, beziehungsweise eine Nacht später. Und ich habe mir jetzt gerade nochmal die Filme angesehen. Von 2 bis 4, 2, 3 und 4 habe ich mir angesehen. Und bei Teil 3 kann eigentlich schon Schluss sein mit der ganzen Friday the 13th Saga. Mit der Serie, weil bei der einfach tot ist, theoretisch. Und bei 4 wird er sogar dann auch zerhackt, weshalb der in 5 gar nicht mehr da sein kann und auch gar nicht mehr da ist. Weil Jason eben nicht Jason ist, der da killt, sondern jemand anders, der da in diese Rolle sich reingesteigert hat, eine psychisch kranke Person. Und da war das ja gewesen, dass ich erzählt habe im Museum, in dem virtuellen Museum, dass ich es nicht mag, wenn psychisch kranke Menschen alle in einen Topf geworfen werden mit Gefährlichen. Und das wird hier aber dann gemacht. Und am Ende sogar der Überlebende, das, also im Teil 3, in Teil 4, überlebt ein Kind Jason, ein Kind zerhackt Jason. Und sagt, stirb endlich, dann ist er auch tot. In Teil 5 ist das dann der Tommy wieder, in der älteren Fassung, als älterer Mensch, der dann Therapien hinter sich gebracht hat. Und ihm verfolgen immer noch die Ängste durch Albträume vor Jason, was man da auch in dem Film sieht. Ich habe mal kurz nur reingesetzt in Teil 5, weil ich kenne den ja, ich habe den aber schon lange nicht mehr gesehen. Und dann ist aber am Ende jemand anders ein Killer. Und ganz am Ende sieht man dann auch Tommy, wie er die Maske noch hat und dann auch zum Killer wird. Und damit war das dann zu Ende. Und weil das nicht beim Publikum gut angekommen ist, weil die wohl in der Hauptrolle, sollte Jason sein. Deswegen killt Jason ab Teil 6 weiter. Bis Teil 10.
und dann auch noch Freddy gegen Jason. Und so ist das eben, was ich meine, dass das eine Hauptrolle ist, obwohl ihm die eigentlich gar nicht zusteht. Weil er steht ja jetzt auch gerade hier, wo die Kamera ist, mit seiner Maske. Und da steht da hier dieser Jason. Und das finde ich verkehrt, dass der die Hauptrolle ist. Weil eigentlich, wie bei Freitag, wie bei Nightmare on Elm Street, sollten eigentlich die Überlebenden die Hauptrolle sein. Aber in solchen Spielen ist das wie bei, theoretisch wie bei Amokläufen, da wechseln sich die Orte, wobei hier der Ort natürlich immer gleich ist mit Crystal Lake, aber die Opfer sind immer andere. Und hier tut er sich durch die ganzen Opfer durchmetzeln. Er ist auch immer stärker geworden von Film zu Film. Vorher war er ziemlich schwach gewesen und hat sich eher versteckt. Und als er die Maske aufgesetzt hat, hat tatsächlich eine Verwandlung stattgefunden. Da ist er mehr aggressiver geworden. Da ist er konfrontativer auf die Person losgegangen. Der hat die Konfrontation direkt gesucht, anstatt dass er wartet, bis jemand zu ihm kommt. In seinem Revier, wo er dann jagt. Und das ist jetzt eben so die Sache. Ich fand das eben krass, was Nancy gesagt hat, also die Frau, die Nancy gespielt hat bei Nightmare on Elm Street, dass eben sie das bemängelt hat, dass nicht die Hauptrollen, also die das überlebt haben, die Hauptrollen für die Fans gewesen sind, sondern eben die Mörder, die Täter. Und das bemängel ich nämlich ziemlich stark. Aber jetzt möchte ich trotzdem auch mal hier ein bisschen zocken, um von dem Spiel ein bisschen zu zeigen. Wobei ich anmerken möchte, ich habe das vor ein paar Monaten mal gespielt, wo ich es mir neu gekauft habe. Und da ist mir aufgefallen, wenn man das online zockt, da war das mit der Ukraine neu gewesen, Ukraine-Krieg. Und da waren ziemlich viele Russen da gewesen, die haben gegen Ukraine gehetzt. Also in dem Spiel wurde gegen die Ukraine gehetzt. Da waren ziemlich viele pro-russische Kommentare. Das hat mich so genervt, da wollte ich das nicht mehr weiter zocken. Und halt auch dieser Mobbing-Fall, den ich da erlebt habe, wo das Kind dann nur geschrien hat. Oh. Noch weg, Alter. Das ist ja gruselig. Also das rüttelt manchmal. Man wird so ein bisschen zurückversetzt, wenn man rennt. Als ob da eine kleine unsichtbare Wand ist. Oder ein kleiner unsichtbarer Stein, über den man stolpert. Da hinten sind noch mehr Leute. All Russians should take suicide. Eine Hexjagd auf Steam, was ist das für eine Scheiße? Alter, was ist hier los? Das ist Steam, ich hab gerade das Spiel neu installiert. All Russians should take suicide. Alle Russen sollten Selbstmord begehen. Der ist hier nur am Rumschreien. Der wird von allen verkloppt. Was ist hier mit den Russen los? Was geht hier ab? Das ist die Was geht da ab, Alter? Das hört sich nicht normal an. So soll Jason Spaß machen zu spielen? Fuck you. Was ist denn das?
good plan. Also da wird nicht geschrien, weil Jason die da irgendwie verfolgt und die aufschlitzt oder so. Da wird geschrien, weil es da einen Mob gibt. Und da heißt jemand, alle Russen sollen Selbstmord begehen. Was ist in diesem Spiel los? Ich habe vorher gelesen, dass es hier viele russische Hacker gibt. Ist das jetzt so eine Abwehrhaltung? Man ist angepisst davon, dass da so viel gehackt wird? Nennt sich dann, alle Russen sollen Selbstmord begehen? Versauen jetzt hier wirklich Russen das Spiel? Und die Leute sind angepisst und die sagen, ja, bringt euch doch alle selber um, ihr seid scheiße. Und dann gehen die auf den drauf und der ist dann nur im Rumschreien. Interpretiere ich das jetzt richtig? Was ist mit dem Hass los auf Steam? Ich weiß, dass hier auch viele Nazis aktiv sind. Wegen Gamification of Terror. Ich beobachte das jetzt mal. Mir geht's nicht um Spielen alleine. Platz vergab. Mir geht es um das Sozialverhalten der Spieler. Ja, da ist jemand ausgerastet. Hat da jemand gesagt. Völlig ausgerastet. Ich weiß jetzt nicht, wie man so eine Push-Nachricht macht. Ich guck mal nach. Ich kann Spieler stumm schalten. Weil das hört sich für mich nach einem Kind an, so weiß ich nicht. Hysterisch am Schreien. Shut up. Jetzt werde ich gleich auf die Schule sagen. Was? Vergasen? Ich muss echt mal hier gucken. Ja, bleibt jetzt hier die Falle vor dem Schrank. Ich bin grad aufgeregt. Kann man denn hier die Push-Nachricht anmachen? Push-Talk. Push-to-Talk. Naja, weiß ich jetzt nicht. Was ist das hier? Das ist doch kein richtiges Spiel. Wo ist Jason hier? Wir sind überall Opfer. Alter, was denn hier los in dem Spiel? Пиздец! Я сюда пошла, шлюха ебаная!
Oh mein Gott, was habe ich da jetzt gerade erlebt? Das war auf jeden Fall kein Survival-Horror. Das war kein Survival-Horror. Alter, wie soll man das denn aushalten? Da kann man doch gar nicht zusammen zocken. Also das war früher mal cool gewesen und jetzt ist das richtig scheiße geworden, habe ich gelesen. Und ich wollte das jetzt auch mal dokumentieren, wie scheiße das ist, auch wenn man dafür Geld investiert. Trotzdem, das gehört dazu, zur Recherche, die ich damit anstellen möchte. Weil da kommt noch was über Horror. Naja, ich versuche es jetzt aber trotzdem mal zu zocken. Das ist eben auch jetzt ein Kritikpunkt. Das ist jetzt auch für mich ein großer Kritikpunkt. Wenn ich jetzt auf privates Spiel gehe. Ach, falsch. Jetzt habe ich es falsch gemacht. Genau, jetzt kann ich hier. Genau, privates Spiel. Jetzt kann ich hier selber auswählen, wo wir uns befinden. Zum Beispiel Crystal Lake. Dann kann ich da das selber spielen. Aber dann muss ich warten, bis jemand zur Lobby reinkommt. Ich weiß es gerade nicht genau. Aber dann würde man als Jason spielen, weil ich habe hier schon Jason hier. Also man kann jetzt nicht irgendwie einen Überlebenden auswählen. Jemand, der gegen Jason kämpft. Weil darum geht das eigentlich hier bei Freitag der 13. auch, dass die Menschen, die Opfer von Jason werden sollen, dass sie zusammenhalten und sich nicht trennen und dass sie gegen ihn kämpfen. Öffentliche Spiel hosten will ich aber nicht. Offline spielen. Jetzt kann ich mit Offline-Bots spielen, das war das gewesen. Mache ich mal Crystal Lake klein. Und geht's sofort, habe ich Jason. Ich kann dir gar keinen anderen anwählen. Ich kann nur Jason als Täter wählen. Ich kann nur den Mörder spielen. Ich will aber nicht den Mörder spielen. Ich will meinen Protagonisten spielen, die versuchen zu überleben. Aber man kann nur Jason spielen. Wenn man einen Protagonisten spielen möchte, der überlebt, der gegen Jason kämpft, dann muss man online spielen. Und Glück haben, dass man den spielt und nicht der dann nicht wieder der Jason ist. Jetzt hat man hier diesen Jason. Und der hier ist aber gesperrt. Hier gibt es einige Gesperrte. Das ist der erste Jason. Mit dieser Kapuze, die er da am Kopf hat. Und da war er eben sehr zurückhaltend. Da war er sehr zurückhaltend gewesen. Wenn man sich die Morde ansieht. Wie das da in dem Film passiert ist. In Teil 2. Und dann kam eben Teil 3. Und der hat halt diese Maske bekommen. Und da sieht man schon, er ist muskulöser geworden. Da hat er die Maske bekommen. Und als er die Maske bekommen hat, ist er aggressiver vorgegangen. Da ist er konfrontativer vorgegangen. Oder die Maske war das gewesen. Die Maske, glaube ich. Ich weiß es jetzt nicht genau. Teil 5 steht hier sogar. Okay, da steht er. 9. Also hier ist Teil 2. Da ist er zurückhaltend. Da ist das mehr so, er verteidigt sein Revier. Und ich hatte vermutlich recht, auch wenn er jetzt hier diese Kapuze hat, aber dass das ein Ritualmord irgendwo ist, weil auch wenn das jetzt Rache ist für Pamela, für seine Mutter, weil in Teil 2 wurde gesagt von einer Psychologin, eine Psychologin spielt damit, also eine Rolle, die eine Psychologin spielt. Im Drehbuch ist eine Psychologin drin und die sagt eben, dass Jason mit angesehen hat, wie die Mutter ermordet wurde. Er hat das angesehen und er wusste nicht als Kind, was Töten bedeutet. Und deswegen hat er sich gerecht. Er konnte das nicht einschätzen, das Böse und das Gute. Also das psychologisch Böse, das menschlich Böse, konnte er nicht einschätzen, dass man das nicht macht, zu töten. Und dann hat er sich an allen gerecht. Aber wirklich an allen. Auch Leute, Menschen, die damit nichts zu tun hatten. Die, wie gesagt, beim zweiten Teil sieht man als erstes, wie er die Frau, die Pamela den Kopf abgeschlagen hat, wie er sie tötet. Erst hat sie einen Albtraum, dann tötet er sie. Und danach tötet er andere Menschen, die in seiner Nähe sind. Die in seinem Revier sind. Da, wo er seine Hütte hat mit seiner Mutter, mit dem Kopf der Mutter. Und das ist eben interessant. Die Psychologin hat auch gesagt, dass er keine Schule besucht hat. Er war nicht in der Schule gewesen. Er kannte nur die Mutter. Und er wird ja natürlich auch vielleicht echt so eine Wahnerkrankung gehabt haben, wie auch Pamela. Also hier muss ich Stufe 13 haben, um Jason spielen zu können aus Teil 2.
Will ich aber nicht. Dann gibt's hier Teil 3, sofort mit Maske. Und da hat er die bekommen und da ist er aggressiver geworden. Da hat eine Verwandlung stattgefunden. Und wenn ich jetzt sage hier Rache und Ritual, ich meine damit, er hat seinen Schrein, seine Mutter ist der Schrein. Und für den Schrein der Mutter, die das Religiöse für ihn sozusagen ist, in diesem Sinnbild, sage ich mal dazu, in diesem Bild, in dieser Bildsprache, da ist die Mutter der Schrein, der Kopf ist der Schrein für ihn, der heilige Schrein. Und für die Mutter tötet er. Wie zum Beispiel, als ob er für einen Gott tötet. Und dann macht er sich selbst zum Gott über Leben und Tod. Und deswegen sage ich, hat was vom Ritualmord. Das hat was vom Ritualmord. Und dann die Maske dabei, dass er dann noch so aggressiver wird dabei. Das ist eine Verwandlung. Das ist schon krass. Das ist schon echt krass gemacht. Aber für mich ist bei Teil 4 Schluss. Spätestens bei Teil 4, weil da wird er zerhackt. Da kann der nicht wieder aufstehen. Und das macht er ja auch nicht in Teil 5. Oh, hier kann man Strangulieren auswählen. Ja, machen wir mal Strangulieren. Schritt zerhacken. Holzhacken mal anders. Waffe ist eine Axt. Okay. Dann mache ich das mal jetzt. Und das ist eben auch der Punkt. Jason hat hier Superkräfte. Kann laufen, Waffenstärke, Griffstärke, stalken, aufspüren, Widerstand gegen Betäuben. Das sind erstmal seine Sachen, also Schwächen und Stärken. Aber er hat auch Superkräfte. Und mit Superkräfte meine ich bei diesem Massenmörder, bei diesem Psychopathen, bei diesem Horrorpsychopathen. Bei dem Horrorpsychopathen sind die Superkräfte eben, dass er sich beamen kann. Sowas zum Beispiel. Mache ich einfach mal Start jetzt. Damit ich auch mal ein bisschen gezockt habe hier bei diesem Museum, ne? Was ich da jetzt gemacht habe. Camp Crystal Lake, 1979. Aber das passt doch gar nicht zusammen. 1979 war ja noch ein Kind. They're here, Jason. Find them. Da ist halt dieser Schrein, den ich meine. Der ist auch in Teil 2 und 3 drin. Das ist der Schrein. Die Mutter, der Kopf der Mutter und ihr Pullover. Den Pullover zieht hinterher die Psychologin an, um Jason zu manipulieren. Was auch gut ist. Aber das ist halt hier die Hütte jetzt. 1979 wurde Pamela der Kopf abgeschlagen. Und das hat Jason dann wohl gesehen. Deswegen rächt er sich. Und könnte jetzt aus Teil 3 gar nicht hier sein. Eigentlich müsste man hier Pamela spielen. Und jetzt weiß Jason schon dank seinen Superkräften, wo sich seine Opfer befinden. Und er kann doch reden. Jason kann doch oder Laute von sich geben. Aber mehr sagt er auch wirklich nicht. Oder er sagt mal, wenn es Aua macht. Macht er so, oh! Und der kann ja auch super schnell laufen. Also fast schon fliegen. Ich kann jetzt auch sehen, wenn die Opfer im Haus sind. Weil dann wird das Haus rot. Dann wird das ganze Haus rot. Die sind keine. Die sind da hinten irgendwo. Da zum Beispiel. Jetzt kann man die Opfer durch die Wand sehen. Die wissen schon, dass ich da bin. Warum? Ja, komm her, du. Don't stop, Jason. They deserve to die. Make them suffer like we did. Das ist ja seine schizophrene Erkrankung. Die Mutter schon tot. Oder seine Wahnerkrankung, sage ich mal besser dazu. Die Mutter schon tot. Er hört aber trotzdem noch ihre Stimme. Mach, dass sie leiden, Jason, so wie wir gelitten haben. Richtig an die Welt.
geht, sieht man das ganze Haus rot. Okay, jetzt nicht mehr, schon draußen. Ich bewege mich mal ein bisschen anders. Doch, jetzt wieder drinnen. Klopf, klopf! They deserve to die, Jason. Make them suffer. Sie verdienen es zu sterben. Mach, dass sie leiden. Kommen wir zu den Superkräften. Wie bei Tanz der Teufel quasi. Ja, mach doch weiter. Abgeschlossen. Die wissen schon, dass er da ist. Woher wissen die das? Ach ja, er kam ja aus dem Wasser und alle haben geschrien. Und deswegen fände ich es am besten, das, was mir am besten liegen würde, wäre so ein Spiel über Nightmare on Elm Street. Ja, komm zu mir. Damn it, no! Oh God! They want to hurt you, Jason. Don't let them. Man könnte mal zumindest bei Freddy in Träumen spielen, um Freddy in Träumen zu kämpfen. Und da konnte man Superkräfte haben, um gegen Freddy zu kämpfen. Da sind ja auch nicht alle Teile gut, weil in der Serie von Nightmare on Elm Street, da gab es verschiedene Drehbuchautoren. Deswegen ist auch die Qualität unterschiedlich. Und auch die Story. Never die. Da ist es halt, du kannst niemals sterben, das ist dein Geschenk. Warum kann er nicht sterben? Das ist doof. Das ist richtig doof. Weil das ist eine Mystifizierung des Bösen.
Down and make them pay. Warum sind jetzt die ganzen Kinder hier, oder die Jugendlichen, warum sind nicht diejenigen, die die Hauptrollen spielen in dem Spiel? Warum ist Jason die scheiß Hauptrolle? Ich mag das nicht. Jetzt kommt ja auch noch ein Leatherface-Spiel raus, wo man da mit der Kettensäge rumrennt und Leute zerstückelt. Deswegen, wenn es so ein Freddy Krüger-Spiel geben würde, dann würde ich gerne mit der Nancy spielen. Oder mit anderen Traumfiguren, die es da ja dann gibt. Um Freddy zu bekämpfen. Wo man dann zusammen sich tun muss, um ihn zu besiegen, weil er so stark ist. Weil Freddy ist natürlich ein Traumdämon. Aber ihr Jason ist doch so ein Irrer. Ein Irrer aus dem Wald. Ein Irrer, der im Wald aufgewachsen ist. Ein verwahrloster, behinderter Mensch. Ist auch irgendwo ganz schön unethisch, will ich mal sagen. Ich will jetzt nicht von dem Moralapostel schwingen und von Moral reden, auf keinen Fall. Aber ethisch ist das nicht vertretbar so richtig. Der ist total behindert wegen seiner Mutter, die Alkoholmissbrauch wegen der Schwangerschaft begangen hat, anscheinend. Deswegen diese körperliche Behinderung. Deswegen will er sich verstecken, vor allem, weil er gemobbt wurde. Deswegen der Sack auf dem Kopf, weil er so hässlich ist. Aber dann fand eine Verwandlung statt mit der Maske. Und er wurde dann richtig zum Killer, weil er Blut geleckt hat. Kann nämlich hier auch beamen. Und da ist ein Opfer, das jetzt entkommen will. Also das ist gut an dem Spiel. Man kann zusammenarbeiten, um das Auto zum Laufen zu kriegen. Man kann Jason gut bekämpfen, man kann zusammenarbeiten und Jason die Maske runterschlagen und dann kann man ihn erschießen, kann man ihn besiegen und entkommen und halt gewinnen. Aber generell ist halt Jason die Hauptrolle. Da sind das nur Nebenrollen, die Opfer. Gar keiner drin. Weggelaufen. Da hinten. Also das hier ist Jason, sein Jagdrevier, sein Zuhause, sein Crystal Lake. Und wer da reinkommt, ist des Todes. Der wird gerecht. Für was auch immer. Jetzt kommt ihm wieder entgegen. No!
Wow. That's my Jason. That's my special, special boy. Jason, komm zu mir. Komm zu mir, Jason. Komm zu mir, Jason. Geh auf die Knie. Geh auf die Knie, hat die Psychologin gesagt. Und er hat's getan. Er war manipuliert worden. Es hätte echt nur drei Teile geben brauchen. Teil 4 war auch überflüssig. Meine persönliche Meinung. Ich habe 20 Jahre die Filme schon geguckt. Da ist keiner drin. Was hau ich denn da drauf? Weil die müssen ja immer zum Auto hin. Ich muss gucken, dass das Auto nicht wegkommt. Die müssen immer beim Auto irgendwo sein. Um zu entkommen. Sonst haben die keine Chance. Das Auto, das muss man voll tanken und noch andere Sachen machen, die ich jetzt nicht weiß. So kann man überleben. Nee, jetzt kein Street Fighter. Kann man nicht kaputt machen. Da muss man, glaube ich, mit der Autobatterie was machen. Wut ist aktiv. Jetzt kann ich durch Türen laufen. Und die Zeit läuft ab. Verstecken sich bestimmt irgendwo. Da hinten. Okay. Das ist eben die Superkraft von Jason. Er weiß sofort, wo seine Opfer sind. Warum? Warum? Man hätte viel mehr Wert drauf legen müssen, dass man den bekämpfen kann, als Gruppe. Das kann man zwar hier, wie gesagt, aber... Wie gesagt, er ist die Hauptrolle. Hier soll auch jemand drin sein. Kann man sich hier irgendwo verstecken? Yes. Yes. Kill for mother. Also dass durch die Türen laufen, das macht er auch in Teil 3 oder 4.
Don't stop, Jason. They deserve to die. Make them suffer like we did. Wie gesagt, die hat hier eine richtig große Schulter. Breite Schulter. Obwohl der sich nur im Wald ernährt hat. Von irgendwelchen Tieren und von irgendwelchen Pflanzen. Komisch. Zwei Minuten noch. Die verstecken sich richtig. Keine Ahnung wo. Also das ist schon was vom Verstecken, ne? Verstecken spielen. Einer sucht, die anderen laufen weg und versuchen zu entkommen. Was ist denn jetzt gewesen? So in dieser Sache. Jetzt versuche ich das gleich mal online zu zocken. Einer hat überlebt. Wie in den meisten Filmen. Einer überlebt immer. Nur wer? It's all done now, Jason. Your job is through. Return to mommy. Gefunden. 6 von 7 getötet. Kastriert. Ermordet. Und so weiter. Das ging jetzt von alleine weg. Und jetzt kann ich die Befürchtung noch haben, dass im Spiel sich wieder Russenpropaganda befindet. Also Hetze gegen die Ukraine vielleicht. Das war zumindest letztes Jahr so gewesen. Deswegen habe ich das nicht weiterspielen wollen. Mache ich mal Spiel beitreten. Mal gucken, wie das online ist, weil ich will jetzt mal einen Protagonisten spielen, die überleben müssen. Wo man überleben muss vor dem. Super Rider Nishan Hong Dominic Dong Chen Chen Nanen. Wo on est en 2022? Hört sich wieder nach Kinder an. Suka Bliet, Suka Putin. Hier wieder was Russisches. Ich kann T drücken und auch was sagen, aber mache ich nicht. Vielleicht sage ich, ich bin Ukrainer oder so. Um die zu ärgern. Anunnakis. Yo, Big Mac. Big Mac, what are you doing, man? Oh. Das sind voll die Kinder, das höre ich schon am Ton raus. Voll die Kiddies am Zocken. Kiddies zocken Jason.
Also der mit dem russischen Buchstaben, der ist jetzt weg mit dem kyrillischen Buchstaben. My life, my rule. I hope you will shut up. No. Okay, bro. Okay, sorry, I'm sorry. We're falling kiddies. Sorry, because if I'm Jason, I will piss on your grave. I love this. Thank you. Merci, mon ref. Je m'appelle Cristiano Ronaldo. Holy crap. Is caca. Je m'appelle Mbappé. Ich sag mal gleich, Jason ist kein Held. Ich hoffe, ich bin jetzt hier mal so ein... weiß ich nicht. When a magic and a summer... is... when a magic and a summer... the sky is gray! When a magic and a summer... to my heart is sound. Hey, c'est moi, je vais te buter de grand fils de... I'm Jason. Nah, man, I open... Peace in your eyes, you're in your ghost, in your fat ass, bro, your bitches, bro, your bitches. Alter, was geht da ab? I have to do something. I have to escape. Endlich Überlebenden spielen. Jetzt muss ich mir eine Waffe suchen, glaube ich. Ein Teil von der... die Autobatterie habe ich gefunden für das Auto. Okay. Weil Waffen ist eh egal. Ist scheißegal jetzt mit Waffen, weil gegen Jason kommt man so oder so nicht an. Jetzt habe ich hier komplett abgeschlossen. Okay. Vielleicht für jemand anders wichtig. Aber ich komme jetzt auch so nicht raus. Also, der hat gerade gesagt, der will aufs Grab pissen von jemandem und Jason spielen. Oder wie oder was. Jetzt muss ich das Auto suchen und die Batterie da reinmachen. Ich hoffe, die arbeiten zusammen und keine eigenen Dinger machen hier. Ich muss jetzt ein Auto finden. Zum Glück sind die jetzt nicht so laut. Haha, you fall down, you... You suck my shit. What's up, Jason? You suck my bro, you suck my balls, you suck my... Na, ah, Jason, komm, Hilfe, Hilfe. Fall down, you... Oh oh. Oh oh. Leave us alone. Lauf ich mal ins Dunkle. Schon eine gute Idee, oder? Ich meine, Jason ist hinter mir her. Oh scheiße, Jason ist hinter mir her. Jason ist hinter mir her. Fuck, fuck. So gucken die immer. When the magic and summer. Ich werde verfolgt von einem scheiß kranken Killer. Hilfe! Hilfe! Polizei! Polizei! Die kommt immer zu spät. Die kommt immer zu spät. Ich laufe von der Map runter. Ich laufe von der Map runter. Der ist hinter mir her, Mann. Das ist das Beste, was er machen kann. Einfach weglaufen. Oder nicht? So weit wie möglich weg von Crystal Lake, von Camp Blood. Und das ist mir auch aufgefallen, in Teil 2 und 3, da sind die Jugendleiter auch beschäftigt, während die nicht aufpassen und andere abgeschlachtet werden. Also wie bei 1, wo Jason stirbt, weil nicht aufgepasst wird, sterben die anderen Jugendlichen dadurch, dass auch nicht aufgepasst wird. Schon mal eine interessante Parallele. Das ist ein Auto. Also es geht ums Überleben. Weglaufen.
nur die Batterie. Wie funktioniert denn das? Ah, okay. Ich muss immer Maus drücken, wenn da ist, wenn das angezeigt wird. Ich hau hier jetzt alleine ab. Die wollen ja mit Jason spielen, ne? Die wollen ja mit Jason spielen. Oh nein, oh nein. Ach, rechte Maustaste war das jetzt. Gerade war links. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht, der Penner. Nix gegen Penner. Nix gegen obdachlose Menschen. Ach, also immer Rechtsklick. Erst links, dann rechts. Das ist cool gemacht, das gefällt mir. Jetzt wieder links. Also ich habe das noch nie gespielt bisher so. I think I put that on, right? Dann fahr weg. Ich brauche einen Schlüssel. Der Schlüssel fehlt. Ich muss den Schlüssel finden. Nein! Also das Auto ist fertig, ich brauche noch einen Schlüssel. Jetzt müsste man eigentlich zusammenarbeiten. Ich muss mit dem Schlüssel machen. Ich bin vorgerannt. Aber jetzt muss ich hier warten. Jemand wird schon einen Schlüssel haben, oder? Und was soll ich machen gegen den Killer? Gar nichts. Ich kann ihn nur verwirren, mehr nicht. Also ist schon gruselig, das Spiel. Ich würde mich jetzt erschrecken, wenn er kommt. Oh, da stirbt jemand. Ich hau mal langsam hier ab. Leise. Kann ich den Schraubenzieher nicht nehmen? I wanted to fight him, but when we want no grab, no knife. Fight with just the weapons. How have she's da ist er, da ist er, da ist er, da hinten ist er. How? Nee, das sind andere. I want this. How? Und komm, wenn ihr den Schlüssel habt. Oh, win. I'm piéged. I'm trapped. No. Oh. There's something just... Hier abbauen, abbauen. Mach mal Schlüssel hier. Let's go with the car. Do anyone have the keys? I don't have the keys, unfortunately. What's up, Travis Scott? What's up? Also gibt's hier keine Schlüssel. Suche ich den halt. Jason is, he has very much strength right now, but I will. Stop me. Ich bleib mal bei denen jetzt, wenn man auch kämpfen Justin, muss. Justin, I'm coming. No! Oh fuck. Fuck!
all down. Who is that? Ich suche immer noch die Schlüssel. Fight your... Oh mein Gott. We have his mask. I have his mask. Yes. I have Jason's mask. Yes. Okay. Do you have a magic? Magic kit? Magic kit? Unfortunately, no. Oh. No. Me. But he has. Do you have? You. Can you magic me? He medicated. Oh, you don't have. One. Oh yes. Oh, thank you. Like the last time we seen you. Suck my balls, bitch. Sucks my balls. Don't be scared. I'm not scared. I'm not talking to you. I'm talking with your friend. You see? No. Go. I have your mask. Yes. And kill you. You ugly. Oh fuck. Fuck you, Jason. Also man muss das Spielprinzip noch ein bisschen mehr kennen. Ich lerne das ja noch kennen, das Spiel. Aber ich glaube nicht, dass ich das oft zocken werde. Nur mal nebenbei. Wenn überhaupt. Gibt's aber gar nichts, was man aufheben könnte. Leiche. Ich sehe nur schwarz. Also ich finde es gut, wenn die auch so Skills haben, die Survivor. Wenn die auch sich aufleveln können. Und das ist nicht nur Jason, die sich aufleveln. Jetzt hat sie zum Beispiel von Pamela. Von Pamela hat sie jetzt das Sweatshirt an. Den Pullover. Womit sie manipuliert werden kann. Suck my G. Und sie kann ihn halt mit dem Gewehr erschießen. Oh Scheiße. Lauf! Er hat keine Maske mehr, die wurde ihm schon runtergemacht und so kann man den besiegen. Aber die Maske ist seine Macht sozusagen. Polizei gerufen. Kann man auch machen. Kommt die Polizei, dann kann man zur Polizei laufen.
Na, spring aus dem Fenster raus. Spring aus dem Fenster raus. Oh mein Gott. Oder kann er sie nicht wahrnehmen wegen dem Pulli? Vielleicht die ja schon geschädigt. Na, kommt er wieder. Was ist denn mit der Person los? Die steht nur da rum. Please, no! Also ist schon ein interessantes Spielprinzip. Für mich ist das ein bisschen zu oberflächlich. Okay, ist Multiplayer. Im Multiplayer kann man Jason bekämpfen. Oh! Und ja. Das ist schon gut gemacht in der Hinsicht. Aber dass er als Hauptrolle generell so gehandelt wird, das mag ich nicht. Jason nicht einfach die Regale umschubsen? Eigentlich schon. Oh Gott! No. Da ist die Brücke, da kann man theoretisch weg mit dem Auto. Oder wenn die Polizei da ist, irgendwo an der Straße. Da könnte er jetzt eigentlich flüchten auf der Brücke. Aber da ist eine unsichtbare Wand, kann man nur mit dem Auto machen. Oder wenn halt die Polizei da ist. Ganz schön dunkel das Spiel überhaupt, ne? Meine Fresse. Hä? Ist sie am Campen oder was? Ein Camper? Ist das ein Camper? Naja. Leuchtpistole, okay. Ach, okay, hier kommt die Polizei gleich. Hier ist die Straße, wo die Polizei kommt. Please, no! Er spielt hier Spielchen. Jetzt kommt er zurück. Ja, oder gleich durch die Wand. Müsste gleich die Polizei kommen.
Da auch. Da kommt die Polizei. Jetzt kann man entkommen. Einfach weglaufen, okay? Ja, unsichtbare Wand. Unsichtbare Wand. Oh, Lost Survivor. Last Survivor. Oh, letzte. Letzte Überlebende. Also ist schon ein interessantes Spielprinzip, wenn man so als Survivor zusammenhalten kann. So als Gemeinschaft gegen Jason. Aber wie gesagt, er ist die Hauptrolle und das mag ich nicht. Verblutet. Du gestorben. Zwei Überlebende. That's my good boy. Mommy has a reward for you. Das reicht mir jetzt auch für heute. Ich hoffe, es hat soweit gefallen beim Zusehen, dass man, wie gesagt, was Informatives mitgenommen hat. Wahrscheinlich werde ich dann auch ein paar Filmausschnitte reingeschnitten haben. Weil ich habe da noch ein bisschen was gefunden. Und ja. Sehr, sehr geil. Wow. Dafür gibt's Experience. Ich wurde ermordet. So, so. Es sollte nur eine Runde jetzt gewesen sein, um das Spiel eben zu testen. Und das wird, wenn so ein Gelegenheitsspiel sein. Wenn überhaupt. Aber dann würde ich auch nur Survivor spielen wollen. Und darauf hoffen, dass das nicht so nervige Menschen sind in den Chats, die halt da, weiß ich nicht, halt komische Sachen sagen, ständig nerven, vielleicht sogar Musik anmachen, das war auch schon gewesen, oder eben, dass da so Russenpropaganda drin betrieben wird, wenn da was gegen Ukraine wieder gesagt wird. Da müsste man zwar Gegenrede machen, aber man will spielen und nicht politisch aktiv sein. Dann wird das jetzt schon, na egal, egal. Auf jeden Fall hoffe ich mal, dass es gefallen hat soweit. Sage dann mal danke fürs Zusehen und bis bald dann. Ciao.